Bitte? Ja, gleich. Ja, sehr verehrte Frau Präsidentin, Herr Ministerpräsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, wir diskutieren heute ja die finanzpolitischen Eckdaten für die Zukunftsgestaltung Bayerns in den nächsten 2 Jahren. Und dabei sind wir Freien Wähler der Überzeugung, wir müssen als Freistaat Bayern mehr in die Zukunft unserer Kinder investieren. Herr Seehofer, Sie haben Bayern beschrieben als blühendes Land. Ich will Bayern nicht schlecht reden, aber auch die Frau Bundeskanzlerin hat vor wenigen Tagen gesagt, es ging den Menschen in Deutschland noch nie so gut wie derzeit. Das mag für viele gelten, soll aber nicht heißen, dass wir die Hände in den Schoß legen, dass wir sagen, es passt schon so und wir machen weiter so. Nein, wir müssen ganz gezielt das in unserer Macht Stehende tun, um die Verhältnisse zu verbessern. Und da sind wir eben der Überzeugung, dass Bayern durchaus noch Luft nach oben hat, dass wir im Rahmen unserer Möglichkeiten etwas bewegen können. Und da beginnen wir doch ganz vorne, wenn wir von der Zukunft unserer Kinder sprechen. Beginnen wir dort, wo das Leben beginnt. Beginnen wir ja im Bereich der Geburtshilfe, im Bereich der Hebammen. Herr Ministerpräsident, in Schrobenhausen wurde vor kurzem die Geburtshilfe geschlossen, weil nicht genügend Hebammen zur Verfügung standen. Ein Problem, das vielleicht einige negieren und sagen, interessiert uns nicht, wir haben größere Ziele, wir bauen dritte Startbahnen. Aber wir Freien Wähler sagen ganz klar, wer kein Geld hat, um die Zukunft der Hebammen zu gestalten, der braucht auch keine dritte Startbahn zu bauen. Das sind Entwicklungen, die irgendwo sich widersprechen, wenn wir uns nur auf die großen Themen dieser Welt konzentrieren und einfach das Leben vor der eigenen Haustür irgendwo so laufen lassen. Und deshalb ist ein Ansatz der Freien Wähler, das Hebammenwesen zu stärken, indem wir Mittel einstellen, um die Freiberuflichkeit der Hebammen zu stärken, indem wir auch den Weg gehen, und da habe ich mit unserer eigenen Hebamme vor wenigen Tagen noch mal drüber gesprochen, auch die vielleicht umstrittene Thematik Akademisierung der Hebammen noch mal auf die Tagesordnung zu bringen, die sagt, wenn wir diesen Beruf aufwerten wollen, auch mit besserer Bezahlung hinterlegen wollen, dann sollten auch Hebammen einen akademischen Grad erwerben können. Meine Damen und Herren, es gibt Berufe und es gibt Lebensbereiche in dieser Republik, wo man für weniger wichtige Dinge akademische Grade verleiht. Ich bin überzeugt, dass wir hier mit mehr Qualität rein müssen, dass wir diesen Bereich stärken müssen. Und es ist ein Trauerspiel, wenn sich mittlerweile rund 15 Bürgermeister zusammengeschlossen haben. Es ist in Bad Tölzow, es ist ein Vilsbiburger Kollege, Helmut Heider, mit dem habe ich gestern gesprochen, die Angst haben um ihre Geburtshilfeabteilungen, weil sie eben unter diesen ominösen 600 bis 800 Geburten pro Jahr liegen, die als Mindestzahl für die Rentabilität gesehen werden. Meine Damen und Herren, wenn es um Gesundheit, wenn es um Wohlbefinden, wenn es um Geburten geht, darf nicht die Rentabilität ganz vorne stehen, sondern da muss der Mensch ganz vorne stehen. Und da muss man auch kurze Wege zur Entbindungsstation sich leisten können und nicht zu sagen, zur Not kommt eben das Kind im Auto auf die Welt, weil wir haben schließen müssen, weil er sich nicht rentiert hat. Wer dort nicht investiert, meine Damen und Herren, wer dort nicht investiert, der wird sich bei vielem weiteren vorhalten müssen, einfach die Gewichte nicht richtig zu setzen. Wir bleiben als Freie Wähler beim Thema Bildung und sind der Überzeugung, dass im gesamten Bereich der frühkindlichen Betreuung mehr Qualität nötig ist und mehr Qualität eingefordert werden muss. Das ist natürlich ein Entwicklungsprozess, das geht nicht auf Knopfdruck, aber wir werden hier noch sehr viel tun müssen, um auch Alleinerziehenden ja die Gewissheit zu geben, wenn ich mal nicht da bin, dann ist eine optimale Kinderbetreuung organisiert. Und das Beste ist an dieser Stelle, meine Damen und Herren, gerade gut genug. Wir gehen weiter, dass wir auch hier finanzielle Entlastungen weiter ins Auge fassen müssen. Es ist ja dieses letzte Kindergartenjahr, Gott sei Dank, jetzt auch kostenfrei geschaltet. Denken wir darüber nach, das für die weiteren Kindergartenjahre Zug für Zug einzuführen. Denken wir hier an Entlastungen, das sind irgendwo dann die 120 Millionen pro Kindergartenjahr und Jahrgang. Damit, glaube ich, würden wir uns nicht vergreifen, würden aber hier in der Richtung ganz klare Zeichen setzen, also hier die Familien ganz gezielt zu entlasten. Es geht weiter im Bildungsbereich, wo wir immer schon fordern, kleinere Klassen, mehr Lehrer.
Und auch hier liegt ja eine Resolution der Bürgermeister aus dem Landkreis Landshut vor, die sagen, wir sollten bei 25 Kindern wirklich den Deckel drauflegen, gerade auch vor dem Hintergrund, dass immer mehr Kinder mit Migrationshintergrund ja irgendwann während des Jahres dazwischen kommen, die Lehrer dann überfordert sind. Also Stichwort hier kleinere Klassen, Stichwort pädagogische Zweitkraft. Weitere Punkte, die uns wichtig sind, ist eine weitere Stärkung der Realschulen. Auch dort haben wir nach wie vor übervolle Klassen, haben nach wie vor zu wenig Lehrer. Hier ein bisschen über 10 Millionen auf den Tisch zu legen, ist in unserem Haushaltsentwurf irgendwo vorgesehen, meine Damen und Herren. Dann wie auch dort was zu bewegen. Das sind jetzt nicht die ganz großen Revoluzzer, die Realschulverbände, aber die sind trotzdem der Meinung, Gutes noch besser zu machen. Genauso sehen wir es im Bereich des Berufsschulwesens. Auch dort müssen wir sagen, dass die Berufsschulen irgendwo ein bisschen im Windschatten der Aufmerksamkeit liegen. Ja, und auch brave Leute machen ihre Arbeit und sagen, wir wollen nicht so viel schimpfen, aber wir hören auch hier vermehrt, vor allem aus den Schulleitungen, dass sie in einer Berufsschule heute sehr viel zu leisten haben, auch irgendwo Führungsaufgaben zu leisten haben als Schulleitung, die nicht entsprechend honoriert werden. Das sind alles kleine Dinge, aber das sind mal kleine Räder, an denen wir drehen, und ich glaube, dass diese Debatten fruchtbarer sind, als wenn wir uns hier die Köpfe einschlagen, ob Nordrhein-Westfalen und Baden-Württemberg größere politische Fehler macht, meine Damen und Herren. Dort haben wir nicht mitzuregieren. Wir haben heute zu diskutieren, wie machen wir Bayern besser, und dazu unsere Vorschläge in dieser Richtung, wenn auch das für den einen oder anderen ja, vielleicht etwas Kleingemüse ist. Meine Damen und Herren, wir machen weiter mit dem Gymnasium. Ich habe heute Aussagen zur Zukunft des neunjährigen Gymnasiums vermisst. Herr Spänle hat sehr aufmerksam die Ohren gespitzt, als Sie vom Bildungsbereich gesprochen haben. Ich habe gesagt, jetzt kommt gleich das Gymnasium. Es ist leider nicht gekommen. Herr Seehofer, machen Sie den Weg frei, zeitnah für ein G9, für alle Schüler, die das wollen. Lassen Sie sich nicht auf Spielchen ein von Leuten im Bildungsministerium, im Kultusministerium, wo vielleicht noch Stolperianer sitzen, die ihr Lebenswerk in Gefahr sähen, wenn das G8 abgefragt wird. Wir müssen hier im Sinne unserer Kinder entscheiden, und der Weg wird da sein, dass am Ende 70-80% der Schüler das G9 nehmen werden und ein paar ein G8-Modell angeboten bekommen. Das wird sich geben, aber machen Sie den Weg frei und lassen Sie sich da nicht verschaukeln. Die spielen auf Zeit, die bauen ständig neue Hürden auf, um irgendwo nicht zugeben zu müssen, dass das immer politischer Fehler war, dieses G8 so einzuführen. Und nach dem Gymnasium, meine Damen und Herren, ist für uns die Welt noch nicht zu Ende. Wir sagen gar nicht, dass jeder aufs Gymnasium muss, aber wenn wir diesen Weg dann weitergehen, wir haben die anderen Schultypen erwähnt, dann kommt die Hochschule. Und auch hier sehen wir, dass im Bereich des wissenschaftlichen Mittelbaus sehr viel zu leisten ist, was heute nicht stattfindet, dass hier gestärkt werden muss. Auch hier einige 10 Millionen gezielt investiert bei den Hochschulen für angewandte Wissenschaften und bei den allgemeinen Hochschulen, meine Damen und Herren, dann ist dort das größte Feuer gelöscht, auch bei den Professoren ein bisschen nachzubessern. Dann ist dort die Welt ja weitgehend in Ordnung, und wir können dort vielleicht dann auch in einigen Jahren von blühenden Landschaften sprechen. Heute ist eher so, dass viele sagen, durch das Abschaffen der Studiengebühren sind irgendwo trotzdem Löcher gerissen worden, weil der Freistaat seiner Zusage nicht ganz nachkommt, das Weggefallene voll zu ersetzen. Also tun Sie das auch im Sinne des Bildungsstandorts Bayern. Werten Sie auch die Hochschulen noch ein bisschen auf. Auch dort ist noch Luft nach oben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und genauso wie wir uns für die Renaissance des neunjährigen Gymnasiums eingesetzt haben, werden wir Freien Wähler auch nicht müde, immer wieder darauf hinzuweisen, vergesst den guten alten Diplom-Ingenieur nicht, dort wo das erwünscht ist, und das ist gar nicht in so wenigen Hochschulen, dass wir das Diplom wiederbeleben, den Diplom-Ingenieur vielleicht als Ergänzung zum Bachelor und Master, auch dort wäre Qualität möglich, die heute irgendwo weggradiert worden ist, vielleicht aus einer falsch verstandenen in Globalisierungseuphorie. Bewährtes Erhalten gilt für unseren Gedankenbereich, auch hier im Bereich der Hochschulen, meine Damen und Herren. Unser Leib- und Magenthema der Kommunen, auch dort sehen wir Verbesserungsbedarf.
Wir fordern heute zum x-ten Mal und wiederholen das. Hier endlich Richtung den 15 Prozentpunkten Kommunalanteil am Steuerverbund zu marschieren. Das muss vielleicht nicht auf den Schlag passieren, aber gehen Sie dort Schritt für Schritt hin. Es wäre wünschenswert, wenn das längst passiert wäre, weil eben vieles an Lebensqualität draußen vom Geh- und Radweg bis zur Abwasserbeseitigung und so weiter, bis zur Sanierung der Kindergärten und Schulen eben sich daran misst, ob eine Kommune diese Mittel hat oder ob sie die nicht hat, ob sie sparen muss oder ob sie hier das Wesentliche tun kann. Und wenn sie das über diesen Schritt nicht gehen, haben wir zur Sicherheit und auch als Erinnerungsposten Ihnen in den Haushaltsentwurf geschrieben, Sonderförderprogramme Wasser- und Abwasserbeseitigung. Wir haben hier gerade in den kommunalen Gebieten draußen, die dünner besiedelt sind, größte Probleme, die alten Kanäle zu sanieren, die Wasserleitungen intakt zu halten. Das ist für den Anschlussnehmer kaum bezahlbar. Legen Sie hier was drauf. Die brauchen dieses Geld. Und wenn Sie vorher, Herr Ministerpräsident, von blühenden Landschaften gesprochen haben, da passt es irgendwo nicht ganz zusammen, dass parallel dazu der Herr Söder das halbe Land für einen Raum mit besonderem Handlungsbedarf definiert. Also was will man besonders behandeln, wenn eh alles passt? Wir sagen... Wir sagen nicht, dass alles schlecht ist, wir sagen aber auch nicht, dass alles blüht, sondern wir wollen ganz gezielt dort nachbessern und dort die Blumen gießen, wo sie zu verwelken beginnen. Und das ist häufig im ländlichen Raum der Fall. Also Wasser, Abwasser, auch schnelles Internet, lassen wir uns nicht einlullen. Auch das schnelle Internet muss gestärkt werden. Wir können gerne nachher noch im Bereich Wirtschaft, Mittelstand drauf kommen. Gigabit-Offensive für den Mittelstand, längst überfällig, aber unterfinanziert. Genauso Industrie 4.0, lauter schwülstige Überschriften, aber zu wenig mit Mitteln unterlegt. Und wenn der Herr Söder sagt, bis 2023 soll Bayern dann irgendwo bei den 50 Megabit sein flächendeckend, ja, ich würde es mir wünschen, aber... Die Experten sagen, bis dorthin braucht man 500 Megabit. Also wir brauchen das Glasfaserkabel am Ende. Na, 500 Megabit. 500 Megabit in jeden Haushalt. Das ist dann das Glasfaserkabel. Hätte man das von Anfang an irgendwo ins Ziel gefasst, wären wir am Ende vielleicht bei diesem Ziel angekommen. Ich will damit sagen, lassen wir uns nicht einlullen. Und ich sehe es jetzt zu Hause bei meiner eigenen Kommune, Stadt Rottenburg an der Laber, dass es hier jetzt Koordinationsprobleme gibt zwischen den verschiedenen Telekommunikationsanbietern, die sich gegenseitig ja im Wege stehen. Erst ein riesen Ausschreibungsprozedere über mehrere Jahre. Jetzt stehen sich diese Telekom-Anbieter gegenseitig im Weg und gönnen sich gegenseitig den Erfolg. Nicht, hat man fast den Eindruck. Also auch hier muss man nachbessern. Herr Söder, ich habe es gerade gesagt, bis 2023 500 Megabit hätten wir gern, nicht 50. Vielleicht denken Sie nach, wie Sie das hinkriegen. Er grübelt ja. Also das sind auf alle Fälle Ziele, die man braucht, weil man ja mit der Gigabit-Offensive für den Mittelstand dokumentiert und beweist, dass man dort die Chancen der Wirtschaft sieht. Und dann kann man nicht sagen, wir sind mit 50 Megabit zufrieden. Also das widerspricht sich ja schon im Ansatz. Jeder in diesem Land soll diese Chancen haben. Und gerade wenn wir draußen am Land eben die Firmen halten wollen, dann sind 50 Megabit zwar nice to have, aber irgendwo schon fast wie der Schnee von gestern. Wir müssen hier eine Schippe drauflegen. Länder in Ostasien haben uns längst überholt und im Baltikum, meine Damen und Herren, wenn Bayern Spitze bleiben soll oder an dieser Stelle wieder werden will, dann weiß ich zwar, dass sie eine schwere Bürgschaft im Nacken haben, ein Wirtschaftsminister der Vorgängerregierung, der hier durch Nichtpolitik geglänzt hat, das muss aufgearbeitet werden. Trotzdem, Bayern muss hier drauflegen, um hier nach vorne zu kommen. Und lassen Sie den Kommunen mehr die lange Leine, lassen Sie denen sich entwickeln. Wir sind überzeugt, die würden es honorieren. Dort kann viel entschieden werden, was uns hier ja entlastet. Gehen wir ein bisschen weg vom goldenen Zügel, geben wir denen mehr finanzielle Grundausstattung, dann wird mit demselben Geld mehr erreicht.
Wirtschaft, Mittelstand, das nochmal zu wiederholen. Wir Freien Wähler sind der Überzeugung, dass eine erfolgreiche Mittelstandspolitik auch die beste Wirtschaftspolitik für den Freistaat Bayern ist. Und wir stellen hier einfach fest, dass hier auch viele Fehler gemacht worden sind. Und mich hat es ein bisschen verwundert, Herr Seehofer, als Sie in den letzten Tagen die Frau Nahles so gelobt haben und ihr sogar die CSU-Mitgliedschaft angeboten haben. Ich weiß nicht ganz, diese Frau Nahles hat viele Wirtshäuser, hat viele Mittelstandsbetriebe auf dem Gewissen mit einer überzogenen Mindestlohnbürokratie. Ich muss ehrlicherweise sagen, ich hoffe nicht, dass die CSU so weit gesunken ist, Frau Nahles hier als ihre wirtschaftspolitische Leuchte zu sehen. Sie hat sehr viel an Bürokratie verbrochen, was jetzt zurückgedreht werden muss. Ich habe erst bei der Sternstundengala mit Vertretern des deutschen Hotel- und Gaststättengewerbes gesprochen und die sagen, da muss deutlich entrümpelt, da muss deutlich entbürokratisiert werden. Wir haben hier die Probleme mit dieser Arbeitszeitverordnung, die muss praxistauglich werden. Also werden Sie dort tätig, meine Damen und Herren, 30.000 Gastwirte in Bayern, die haben schon 2008 im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutz eine Wahl entschieden und denken Sie daran, dass wir diesen Wirten den Rücken freischaufeln. Die sollen sich um ihre Gäste kümmern und nicht um den Papierkram von Frau Nahles. Und damit, glaube ich, ja, ist eines angedeutet, dass der Mittelstand sehr wichtig ist. Und mich wundert es genauso, dass meine Vorredner bisher mit keiner Silbe die Freihandelsabkommen TTIP und CETA erwähnt haben. Jetzt kann man sagen, TTIP ist eh erledigt. Also wenn Herr Trump kommt auf Besuch, dann vielleicht sacken Sie dieses Thema dann wirklich als Erfolg ein und sagen, TTIP erledigt. CETA steht noch im Raum, Sie sind Anhänger von CETA, haben es aber nicht erwähnt. Also wenn Sie in CETA so die große wirtschaftspolitische Zukunft sehen, dann wundert mich das, dass das nicht gleich in der Überschrift oder im Wirtschaftsblock gekommen ist. Es wurde totgeschwiegen und ich hoffe auch, dass dieses CETA nicht kommt, weil es, und da bin ich nicht alleine mit dieser Sorge, ja viele ins Mark treffen wird. In besonderen auch die Landwirte, die hier Sorge haben, wie es weitergeht, heißt natürlich, ja, es kommt nichts über unsere Grenzen, wo es nicht von uns erwünscht ist. Die Realität wird wahrscheinlich anders aussehen. Vor wenigen Tagen ist ein patentierter Lachs auf den Markt gekommen in Kanada und in den USA, der 2 bis 4-mal so schnell wächst, weil er mit einem Wachstumshormon oder Wachstumsgen versehen worden ist. Die ist dort implantiert worden. Der Lachs wächst 2 bis 4-mal so schnell. Das sind doch die Dinge, die diese Leute bei uns auf den Märkten platzieren wollen und das wird keiner dokumentieren können, wenn ein Silvesterempfang ist und dort ist ein Lachsbrötchen, ob das dieser oder jener Lachs ist. Diese Dinge machen mir Sorgen, diese Dinge machen mir Sorgen um unsere Bauernhöfe und ich appelliere an Sie, dort weiterhin genau hinzuschauen und auch nicht im Bereich der Milchkrise zu glauben, die Sache ist rum, es geht wieder aufwärts. Bayern hat derzeit nur 32.000 Milchbauern. Es sind ein paar Tausend bei dieser letzten Krise auf der Strecke geblieben. Das können Sie auch Ihrem Agrarminister Schmidt ins Stammbuch schreiben. Er hat zu spät reagiert. Er hat bis kurz vor Schluss noch gesagt, wir wollen keine Entschädigung zahlen für Produktionsverzicht. Ganz am Ende dann hat er es zugegeben und da war die EU dann schon weiter als der eigene aus Bayern kommende Agrarminister in Berlin und er hat dieser Entschädigungsregelung zugestimmt und in kürzester Zeit haben sich die Supermarktketten genötigt gesehen, ein paar Cent draufzulegen in den Verträgen mit den Molkereien. Alleine das politische Signal hat schon gewirkt. Also behalten Sie sich dieses Werkzeug in der Schublade, wenn es wieder in den Keller geht mit den Preisen. Schneller mit dieser Waffe arbeiten und nicht zu sagen, ja, wisst man nicht so genau, halten wir mal die Augen zu, wurschteln wir uns durch. Nein, die Bauern brauchen nicht nur im Milchbereich, sondern auch im Fleischbereich klare Perspektiven. Wir wollen unsere bäuerliche Landwirtschaft flächendeckend erhalten und da ist auch im Kulturlandschaftsprogramm zwar vieles getan, wie es der Kollege Kreuzer dargestellt hat. Trotzdem, wir haben hier auch noch mal eine Aufrundung uns gewünscht, ob sie kommen wird. Ich hoffe es. Geld, das direkt bei den Bauern ankommt, auch für die Landschaftspflegemaßnahmen, die man sonst so selbstverständlich mit hinnimmt. Wenn die Bauern weg sind, würden wir erst sehen, welchen Verlust wir hätten. Also tun Sie hier noch ein bisschen mehr, meine Damen und Herren. Ein weiteres
großes Themenfeld, in dem Bayern was tun kann und dringend tun muss. Ich verweise auf die heutige Tickermeldung aus den Verwaltungsgerichten, die wieder mal um Hilfe rufen und mehr Personal fordern. Herr Seehofer, Sie können sich erinnern, es ist ein Jahr her und noch länger, dass ich Ihnen gesagt habe, bitte setzen Sie sich dafür ein, mehr Verwaltungsrichterstellen zu schaffen. Ja, 26 haben wir geschafft, 50 brauchen wir aber mindestens. Wir haben 50 gefordert, die Hälfte ist gekommen. Heute sagen die Verwaltungsrichter, wir müssen wieder drauflegen, weil es eben nicht wie geschätzt 15.000 Asylverfahren sind, die hier eingeklagt werden, sondern 20.000. Im Jahr 2012 hatten wir noch 3.000 Fälle, die vor Gericht gelandet sind. Mittlerweile weiß jeder, wie das geht, mal vorsichtshalber zu klagen. Jetzt sind es 20.000 Fälle von Asylbewerbern, die das Land verlassen sollten, die aber klagen. Die dann vor den Gerichten landen. Und meine Damen und Herren, das wäre das bestangelegte Geld dieses Freistaats Bayern, hier mehr Stellen zu schaffen, um diese Verfahren zu beschleunigen. Ich glaube, das sind wir nicht nur den Mitarbeitern in der Justiz schuldig, das sind wir nicht mal nur den Flüchtlingen schuldig und denen, die sich auf Asyl berufen. Das sind wir auch unserer Bevölkerung schuldig, um zu zeigen, jawohl, wir tun an dieser Stelle auch bezüglich des Funktionierens unseres eigenen Staatsapparates alles, was in unserer Möglichkeit steht, hier zu tun. Und das ist mir tausendmal lieber, als ideologisch über Obergrenzen und über sonst was zu diskutieren. Wir müssen das tun, was wir tun können. Das tun wir an der Stelle nicht. Deshalb nochmal mein Appell im Bereich der Justiz, der Verwaltungsgerichte, der Staatsanwälte, der Richter, des Justizpersonals deutlich nachzubessern, um diese Leute wieder flott zu machen. Sie haben ja noch anderes zu tun, als Asylverfahren abzuurteilen. Wir müssen dort ganz klar die Justiz auch sehen als Standortfaktor Bayerns. Das war bisher unser großer Pluspunkt zu sagen, jawohl, in Bayern gehen die Dinge schnell und wasserdicht. Das soll auch so bleiben und nicht, dass künftig Grundstücksstreitigkeiten, Nachbarschaftsstreitigkeiten hintangestellt werden, weil wir hier konkurrieren um das knappe Personal. Legen Sie hier nur ein paar Köpfe drauf, die tun uns gut, Herr Ministerpräsident. Wir sind auch der Überzeugung, dass wir im Verkehrsbereich uns auf das Machbarere konzentrieren müssen. Wir haben hier die letzten Jahre ja eine riesige Debatte erlebt. Herr Seehofer, Sie waren schon dabei 2008, als es darum ging, einen Koalitionspartner zu suchen. Sie haben mit der FDP gesprochen, Sie haben mit uns gesprochen. Ich habe Ihnen damals gesagt, das Thema dritte Startbahn wird die nächsten Jahre keine Rolle spielen. Und das ist kein Thema von heute und morgen. Jetzt sind wir 8 Jahre später und ich habe recht behalten, die dritte Startbahn wird weiter vor sich hergeschoben. Sie haben für Ende 2015 gesagt, Sie werden eine Entscheidung treffen, dann 2016 im Frühjahr, dann 2016 im Sommer. Jetzt ist auf 2017 vertagt. Also wir schieben das Thema dritte Startbahn jetzt auch Jahre vor uns her. Okay, es gibt keine neuen Entwicklungen. Wenn sich München nicht bewegt, ist sowieso alles heiße Luft, was wir hier reden. Also konzentrieren wir uns doch auf das Machbare. Und einen Nebensatz sei noch erwähnt, dass ich auch davor warne, bei der zweiten S-Bahn-Röhre in unkalkulierbare Risiken zu stolpern. Schauen Sie genau hin, ob Bayern am Ende diese Soße auch zahlen kann. Ich will gar keine Vergleiche mit anderen Teilen dieser Republik machen, was uns am Ende dümmsterweise drohen kann. Also machen Sie vernünftige Verkehrskonzepte an der Stelle, die ja bezahlbar sind. Aber machen Sie zunächst mal das, was naheliegend ist. Und das ist im Regionalverkehr nachzubessern. Viele Gemeinden draußen wollten einen zusätzlichen Bahnhalt. Der wird ihnen nicht gestattet. Es ist angekündigt gewesen, die Barrierefreiheit im Bahnbereich ist nicht passiert. Also auch hier hätten wir wieder mit ein paar 10 Millionen Euro sehr viel bewegt, was draußen hilft, was die Landschaft in Bayern blühender macht. Also konzentrieren wir uns darauf. Und das höre ich regelmäßig von Bewohnern aus der Fläche, die Elektrifizierung in der einen oder anderen Strecke, zusätzlicher Bahnhalt, all diese Dinge, das ist häufig mit wenig Aufwand viel bewegt, den Leuten geholfen und da wollen wir hin. Und parallel dazu ist eine alte Forderung von uns, den Staatsstraßenzustand kritisch im Auge zu behalten. Es hat einmal eine Statistik gegeben, die hat geheißen, die
Staatsstraßen in Bayern wären im schlechtesten Zustand der Republik. Ich will das mal so stehen lassen. Selbst wenn wir nur im Mittelfeld wären, wir wissen, wenn wir Land auf, Land ab unterwegs sind, dass viele Staatsstraßen schlechter beieinander sind wie die Kreisstraßen. Siehst im Navi Kreisstraße, okay, geht gut, plötzlich hoppa hoppa, schaust hin, aha, Staatsstraße. Meine Damen und Herren, das müsste gerade andersrum sein, weil ich immer gesagt habe, der Zustand einer Straße sagt viel über den inneren Zustand eines Landes. Als die Römer nicht mehr in der Lage waren, ihre Straßen ordentlich zu reparieren, dann hat dieses Reich nicht mehr lange bestanden. Also wir sollten hier sauber hinschauen. Und bei der DDR war es übrigens genauso. Also wir sollten hier genau hinsehen, sollten diese Dinge mit vernünftigem Mitteleinsatz lösen. Das ist der pragmatische Ansatz der Freien Wähler. Und zum Schluss noch ja, was Visionäres auch bezüglich Wirtschaftspolitik. Im Tourismus sehen wir durchaus noch Chancen nach oben. Wir sagen also auch mehr Tourismusförderung, um die von Ihnen vorher angesprochenen ja, Sätze von Leuten, die sagen, wo Sie sind, da wollen wir hin, die wollen uns zum Urlaub machen kommen, dann sollen Sie hier auch eine schöne Gastwirtschaft, ein schönes Hotel, eine schöne Fremdenverkehrsbranche vorfinden, damit wir ein Stück weit konkurrenzfähig werden zu Österreich, zu Tschechien. Das werden wir vielleicht nie ganz hinkriegen, denn das ist denen mit der Muttermilch eingegeben, wie man die Gäste begeistert. Das müsste man mir vielleicht in dem einen oder anderen Gebiet noch ein bisschen lernen. Aber Bayern ist hier gut unterwegs, kann aber hier auch noch besser werden. Und auch das Thema Energiepolitik will ich in meinen 3 Minuten noch kurz streifen. Energiepolitik, auch dort haben wir uns in den großen Themen verheddert. Die großen Stromtrassen, das ist das große Thema gewesen in den letzten Jahren. Keiner weiß, kommen die wirklich, keiner weiß, brauchen wir die wirklich. Aber im Kleinen haben wir die erneuerbaren Energien abgewürgt, haben vieles verhindert, was möglich wäre. Wir Freien Wähler haben hier diverse Ansätze im Haushaltsentwurf festgezurrt, beispielsweise energetische Sanierung verbessern, auch in staatlichen Gebäuden. Da ist ja einiges unternommen worden, aber bei weitem noch nicht genug. Nach dem Motto, Energie, die ich einspare, brauche ich nicht erzeugen. Meine Damen und Herren, wir haben immer noch Polizeiinspektionen, die den Charme der Nachkriegszeit haben. Und wenn der Wind geht, dann muss noch mehr Decke vors Fenster hängen, dass drin die Kerzen nicht ausgeht. Also wir müssen hier ganz klar sagen, wir müssen energetische Sanierung ganz vorne nochmal hinschreiben. Wir müssen auch im Bereich der erneuerbaren Energien, glaube ich, nochmal Perspektiven eröffnen. Stichwort Kraft-Wärme-Kopplung und dergleichen mehr. Das sind alles pragmatische Ansätze, die wir Ihnen vorschlagen. Und Bayern war mal der Vorreiter bei den erneuerbaren Energien. Über 10H mag man trefflich streiten. Okay, da ist das Urteil jetzt gesprochen und Sie als Regierung haben sich so positioniert. Ich finde es trotzdem schade, dass sich nichts mehr bewegt. Und was ich noch mehr schade finde, ist, dass wir im Bereich der gesamten Speichertechnologie zu wenig tun. Ein ja, Speicher in Riedl bei Passau, wo eigentlich die Gemeinde vor Ort sogar dafür wäre, wo man dann ja vom Betreiber hört, ja, wir würden eventuell investieren, aber wir wissen nicht genau, ob er sich rentiert. Also auch hier müssen wir doch Lösungen finden, dass sinnvolle Maßnahmen auch realisiert werden und nicht, dass man sagt, ja, wir hoffen auf die große Stromtrasse, die zig Milliarden kostet, holen den Strom von Temelin oder sonst woher und die Möglichkeiten, die wir hätten, lassen wir nicht zu. Also setzen Sie sich hier vielleicht auch im Rahmen Ihrer bundespolitischen Möglichkeiten dafür ein, dass auch solche Möglichkeiten für Bayern und für die Menschen, die hier mit den erneuerbaren Energien eine Chance sehen, dass wir hier vorwärts kommen, das wäre mein Wunsch. Meine Damen und Herren, ein breites Themenfeld, das ich heute versucht habe abzudecken. Ich glaube, wir sollten uns auf das Machbare konzentrieren, damit das schöne Bayern noch besser wird. Dankeschön. Dankeschön.